Baufelsenlager? Ich gehe einfach mal nach oben. Ja. Schüchse. Hier haben wir mal einen Blick nach unten, können wir mal riskieren, was da so ist. Ich glaube, die wollte... Ich habe jetzt aber hier einen wilden Gedanken mal gehabt im Kopf, aber ich denke nicht, dass der wirklich so stimmt, wie ich das so jetzt im Kopf hatte. So, dann gucken wir jetzt erstmal hier das mit dem Orangen nach. Im Grund für dieses Versiegen des Wasserflusses finden. Ach, da ist ein Bär. Wundervoll. Das ist der Grund. Der Bär. Ja. Alles? Immer noch alles? Ach, scheiße. Ja, egal. Hat der Fell gehabt? Das ist sehr unwichtig. Und das ganze Dickicht jetzt entfernen. Nein, es hat ja nicht ein oder zwei gereicht. Nein, es müssen ja direkt 8 Stück sein. 8. Ganze 8. Sprecht mit Guide-Tiere. Ja, das werden wir mal machen. Wir haben ja eh nichts anderes zu tun, außer Bären killen und Luchse. Und da wir eh keine finden, anscheinend. Also irgendwie ist das schon seltsam. Das ist wirklich kein einziger Luchse. Nein, Herrn Drobel. Schade. So. Wo hat mein Guide hier da? Macht Vitalität. Boah. Ja, das kann man jetzt mal eben so. Haben wir einen Händler? Da. Den dann stören. Verkaufen. Das brauchen wir definitiv nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. So, boah. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Das sowieso nicht. Das müssen wir irgendwann mal anziehen. So, der kann auch weg. Ja, das passt so. Also jetzt einmal hier zum Guide hier zurück und der annehmen. So. Und jetzt wechseln wir das mal eben hier. Das war auch der auch. Ja, dann legen wir den mal an. Dann hatten wir, was hatten wir denn da noch? Das Armband haben wir gerade bekommen, genau. Und, was hatten wir denn da noch? Ne, der Methylfenster hat nicht. Geht noch hier irgendwas? War das Schuhe? Der Handschuh, genau. Das sind ja letztlich auch Schuhe. Und meine Sprache versagt schon ein bisschen hier.
So. Ja, mit Octel sprechen. Wo haben wir... Octel? Ach, in Gönnermon. Komm ich aber mit dem Pferd hin schon? Ja, komm. Mache ich das jetzt? Einmal einen Blick riskieren. Ja, komm. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. So. Wenn wir auf dem Weg hier irgendwo einen Bären finden oder... Ja. Einen Bären finden oder einen Luchs, dann steigen wir natürlich nicht ab. Ich habe ja Silber bezahlt. Ne. Hässliches Hinterteil. Ach ja, ist die Welt schön. Nicht. So, wir haben noch einige Quests offen. Den stelle ich jetzt tatsächlich erstmal aus. Den brauchen wir erstmal nicht. So. Also wir haben 4 Quests offen. Damit kommen wir locker auf Level 9 noch. Also nicht mehr jetzt. Nicht mehr in 3 Minuten, die ich jetzt noch aufnehme. Aber früher oder später definitiv. Nein, ich habe gar keine Low FPS. Nein, ich tue nur so. Und man sieht, wir haben hier auch jede Menge Quests, aber die will ich jetzt gar nicht mehr annehmen. Ich will jetzt, mit wem will ich denn jetzt sprechen? Ach, genau, Octel. Octel. Was benötigt ihr? Werdet ihr mir helfen? Nein, ablehnen. So, der ganze Weg jetzt noch einmal zurückreiten. Ich stehe euch zu Dienst. Nach Lunoklund. Ah, hier haben wir gerade 10 Punkte für den Shop bekommen. Weitere. Weil ich hier was erfüllt habe, nämlich Verteidiger der Eredluin. Ja. Mit jedem neuen Schlag kann man die Punkte neu sammeln. Das ist natürlich sehr lobenswert. Und man hat mal ausgerechnet, dass man dann mit den Punkten, die man da sammelt, definitiv bei einem Schar alles freischalten könnte. Ja, es hat spannend hier. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Reiten übrigens sehr gerne habe, also in dem Spiel. Nicht, weil das hier so unheimlich ästhetisch aussieht, sondern einfach, weil es viel, viel schneller ist als Laufen. Schade, dass wir kein Pferd haben. Und ja, das ist alles komplett sinnfrei, was ich hier rede, weil mir einfach nicht einfällt, was ich hier sagen soll gerade. Weil es auch wirklich nichts gerade zu sagen gibt. Oh, das ist so ein tolles Spiel, ey. Ich hoffe, dass sie halt morgen da nicht kaputt machen. Ich bin aber eigentlich sicher, dass sie das morgen kaputt machen. Wieso bin ich eigentlich mir so sicher, dass das morgen eh eine Hose geht? Oh. Oh, wir haben gleich schon die nächste Stufe erreicht. Ein. Hä? Hallo. Wie wär's mit Laufen hier? Ach, der hat mich festgebunden. Dann kann ich natürlich noch lange versuchen zu laufen. Oh. Komm her. So. Jetzt haben wir sogar 3 Gegner. Mit denen wir uns hier rumschlagen dürfen. Oh.
So, eine Stufe höher. Das heißt, jetzt geht's zur Sache hier. Moment mal, mir fällt gerade was ein. Wir haben nur noch den Quest. Oh, was haben wir denn hier? Ich nehme jetzt schon wieder länger auf, als ich eigentlich wollte. Ist bei mir aber auch immer so. Aber ich muss jetzt trotzdem Schluss machen, weil ich noch andere Sachen zu tun habe. Und das um 3 Uhr morgens. Genau, um 3 Uhr morgens. 2.55 Uhr. Ich muss jetzt noch alle noch Folgen für morgen rendern, die zum Hochladen bereitstellen. Alles, ach du Heiliger, das ist eine Arbeit schon wieder. Die Folgen müssen gerendert werden. Ach du Heiliger. Ich stelle mich mal einfach hier ins Lager hin. Zu dem guten. Wie viel? Friert der hier? Sieht fast so aus, ne? Oh, da ist noch Zinn. Das bauen wir noch eben ab. Weil Zinn ist wertvoll. Und dann verabschiede ich mich. Schon wieder. So. Abbauen. Ist beendet. 2 Wochen Zinnerz. So. Wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Und nicht, dass das Spiel ja alles kaputt gemacht. Also, dass das Update oder der Wechsel, Serverwechsel, wie auch immer, alles kaputt gemacht hat. Bis dahin. Tschüssi.